Ich muss leider zugeben, zu dem Thema hätte ich besser schon mal viel früher so gründlich recherchiert. Sowohl für mich selbst, als auch, weil es eines eurer häufigsten Anliegen ist. Kaum ein Fehler zerstört so viele Pflanzenleben wie falsches bzw. zu vieles Gießen. Heute erfahrt ihr daher, wie ihr eure Lieblinge so ziemlich ideal gießt. Leute, dies ist eines der Videos, das etwas mehr auf Likes angewiesen ist als andere. Ich danke euch. In Sachen Behältnis bin ich inzwischen fast vollständig bei Stofftöpfen angekommen. Die bieten einfach richtig großen Mehrwert. Den aktuell günstigsten Anbieter dafür, GrowGuru, verlinke ich euch daher direkt unter dem Video. Meine bevorzugte Erde natürlich auch. Verwendet ihr Plastik- oder Tontöpfe, sollten diese unbedingt Drainagelöcher haben. Zu Beginn neigt man dazu zu denken, dass ein ständiges, stabil bleibendes mittleres Feuchtigkeitsniveau ideal ist. Dem ist nicht so. Die Erde sollte zwischen den Gießgängen immer einmal etwas trockener werden, um Schimmelbildung und Wurzelfäule zu vermeiden, auch damit mal etwas mehr Sauerstoff an die Wurzeln gelangt. Also die Erde soll natürlich nicht vollständig austrocknen, das würde die Pflanze einem auch gleich ausdrucksstark zeigen. Aber die oberen 1-2 cm sollten zumindest mal trocken sein. An den Rändern ist oft schon ein kleiner Spalt zwischen Erde und Topf zu erkennen oder zu ertasten. Und der Topf sollte sich merklich leichter anfühlen. Das Gewicht darf sich nach einem vollständigen Gießgang gerne um bis zu 50% reduzieren. Man könnte die Pflanze also direkt nach einem Gießgang wiegen und wenn sie ein paar Tage später gut die Hälfte an Gewicht verloren hat, ist es wieder Zeit. Das viele Rumheben ist halt umständlich, häufig auch gar nicht mehr möglich, wenn zum Beispiel ein Scrognetz im Einsatz ist. Den richtigen Moment bzw. den richtigen Trockenheitsgrad für den nächsten Gießgang zu finden, kann einen am Anfang herausfordern, wird dann aber schnell zur Routine. Nun gut, sehen wir uns an, wie so ein Gießgang idealerweise aussieht. Für unsere Lieblingspflanzen hat sich die sogenannte Ein-Drittel-Regel etabliert. Wenn die Erde den erwähnten Trocknungsgrad erreicht hat, gießt man mit einem Drittel der Topfgröße. Also 4 Liter Wasser bei 12 Liter Töpfen, 3 Liter Wasser bei 9, 2 bei 6 und so weiter. Ich persönlich mache daraus lieber eine 1 Viertel bis 1 Fünftel Regel. Also bei meinem aktuellen Mini-Grow mit gut gefüllten 2 Liter Töpfen nehme ich maximal einen halben Liter Wasser. Eher etwas weniger. Es gibt auch Grower, die schwören auf Zehntel. Ein Drittel ist schon so ziemlich das Maximum. Viel mehr nimmt die Erde meist gar nicht auf, beziehungsweise wäre sie dann schon zu nass. Beim Gießen auf Erde sollte laut Lehrbuch möglichst wenig Drainage entstehen, also Wasser, das unten rausläuft. Das sollte schon gar nicht passieren, weil wir zu viel gießen, aber auch nicht, weil wir auf trockener Erde zu schnell eingießen. Ich schildere euch nun mal kurz, wie das ideale Gießen laut Lehrbuch aussehen sollte und im Anschluss meine Adaption, damit das Ganze ein wenig praktikabler wird. Man stelle zunächst natürlich fest, dass die Erde den einigermaßen richtigen Grad an Trockenheit hat. Würde man jetzt die gesamte Gießmenge reinkippen, würde ein Großteil einfach durchfließen, vermutlich den Untersetzer überlaufen lassen und auch gleich wichtige Nährstoffe der Erde mit rausspülen. Daher beschreiben die OGs der Szene das sogenannte Etappengießen. Beginnen tut man idealerweise damit, die Oberfläche mit einer Sprühflasche zu benetzen, damit die Erde gleich mal aufnahmefreudiger wird. Ein paar Minuten später gibt man dann das erste Drittel der Gießmenge rein, 15 bis 20 Minuten später das zweite Drittel und weitere 15 bis 20 Minuten später den Rest. Jeweils einigermaßen langsam eingegossen natürlich. Drainage sollte dabei, wie gesagt, so gut wie keine entstehen. Auf die Art dauert einmal Gießen dann in etwa eine Stunde. Mit automatischer Bewässerung ließe sich das alles natürlich wunderbar einstellen, allerdings fehlt dabei die direkte persönliche Anschau. Starre Mengen ohne regelmäßige Kontrolle kann man sich erst leisten, wenn man Setup und Pflanzen in den jeweiligen Bedingungen richtig gut kennt. Die Nerds der Szene beschreiben dieses Vorgehen fast als Notwendigkeit, damit zunächst keine oder fast keine Drainage entsteht, also keine Nährstoffe rausgespült werden, und damit keine sogenannten Trockenspots in der Erde entstehen. Also Bereiche, die trocken bleiben, während der Rest nass ist. Wer sich die Zeit dafür nehmen will, bitte unbedingt. Ich liebe das Hobby zwar, betreibe aber eine etwas beschleunigte Version davon. Ich verwende einen Messbecher, der bei mir ein Drittel der Gießmenge pro Pflanze fasst. Aufs Besprühen verzichte ich ehrlich gesagt, dafür müsste ich jedes Mal das Zelt ausräumen. Es gäbe dafür aber sogar solche Drucksprühe mit Verlängerung. Die könnte man auch fürs komplette Gießen verwenden. Und das wäre ziemlich genial und ideal. Glaub, sowas kommt mit dem nächsten Haus. Momentan begnüge ich mich noch damit, das erste Drittel, also den ersten Messbecher, etwas langsamer einzugießen. Beim ersten Drittel nehme ich nebenbei auch eine schwächere Düngelösung oder nur Wasser, damit die momentan trockeneren Wurzeln nicht direkt mit zu viel Dünger geschockt werden. Bis zum nächsten Durchgang trödle ich ein wenig, also ich warte keine 20 Minuten, aber ein paar Minuten lasse ich vergehen. Dann beginne ich mit dem zweiten Drittel, also eine Pflanze nach der anderen, und meist direkt darauf auch gleich die dritte Runde, wieder von der ersten zur letzten Lady. Mehr als ein paar Tropfen Drainage habe ich selten. Ich mache mir wegen momentan eventuellem Wasser im Untersetzer oder wegen Trockenspots aber auch keine großen Sorgen, denn Erde hat ja immer noch die Eigenschaft, ihre Umgebungsfeuchtigkeit anzunehmen.
Also wenn Wasser im Untersetzer ist und die Erde noch Feuchtigkeit aufnehmen kann, wird sie das Wasser bzw. die Düngelösung im Untersetzer aufsaugen. Auf gleiche Weise erledigen sich auch die Trockenspots. Sollte eine halbe Stunde nach dem Gießen immer noch Wasser im Untersetzer sein, hat man entweder zu viel oder zu früh gegossen. In dem Fall unbedingt den Untersetzer leeren und sich vielleicht bei der Pflanze für die kommenden viel zu feuchten Stunden entschuldigen. Checkt man aber vor dem Gießen das Feuchtigkeitsniveau der Erde, das Gewicht des Topfes, und verteilt man Wasser bzw. Düngelösung mittels Etappengießen und der Drittelregel, also maximal ein Drittel, gibt's normalerweise kein Problem. Nun, das wäre auch schon das wesentliche Prozedere. Aber natürlich gibt's ein paar Feinheiten, die es zu beachten gibt, und Tricks, mit denen man sich das Leben erleichtern kann. Zunächst mal gilt, je kleiner die Pflanze im Verhältnis zur Topfgröße ist, desto weniger sollte man gießen, bzw. desto weniger feucht sollte die Erde sein. Soll in der Praxis bedeuten, wenn man zum Beispiel einen jungen Sämling gleich in den Endtopf setzt, die Erde zu feucht ist oder man zu früh zu viel gießt, sind Pflanze und Wurzelwerk natürlich viel zu klein, um die Menge an Feuchtigkeit schnell genug zu verarbeiten. Es drohen Schimmel und Wurzelfäule. In zum Beispiel der zweiten Blütewoche mit saugstarken Pflanzen wäre dasselbe Feuchtigkeitsniveau kein Problem mehr. Aus dem Grund verwende ich in den ersten 3 Wochen immer noch gern die kleinen Anzuchttöpfe und topfe dann erst in den Endtopf um. Nach dem Topfwechsel wartet man mit dem Gießen also ein paar Tage. Natürlich auch abhängig vom Verdunstungsgrad, sprich Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Mit Plastiktöpfen muss man darauf und auf alles rund um Feuchtigkeit am meisten achten. Tontöpfe atmen schon etwas mehr. Stofftöpfe lassen eventuelle überflüssige Feuchtigkeit am schnellsten wieder raus. Will man sich das Leben ein wenig erleichtern, könnte man die unteren 2-3 cm des Topfs mit Tonkügelchen oder Granulat füllen. Auf die Art saugt die Erde nie mehr Flüssigkeit an, als für die Wurzeln gut ist, auch wenn im Untersetzer Wasser steht. Die Methode könnte man auch für einen Kurzurlaub verwenden. In der zweiten Blütehälfte, wenn man damit kämpft, im Zelt die Luftfeuchtigkeit runterzukriegen, reduziert man die Gießmenge natürlich. Das letzte Mal gießt man dann spätestens 3 Tage vor der Ernte, eher früher. Welches das beste Gießwasser ist, bzw. wie man Leitungswasser am besten vorbereitet oder aufbereitet, sehen wir uns nächste Woche an. Ich freue mich wie immer über Ergänzung, Belehrung, falls ich richtig Blödsinn quatsche, gerne auch konstruktive Beschimpfung. Habt eine gute Zeit, Leute. Bis dann.